habe hier eine heilige Schrift vor mir liegen, nämlich The Legend of Zelda Hyrule Historia. Vielleicht wissen es viele von euch gar nicht, aber es wurde ein Buch über The Legend of Zelda herausgebracht, in dem findet man viele Konzeptarts, wie die Charaktere entstanden sind, frühe Formen von den Charakteren, also wo man sie teilweise echt gar nicht mehr wiedererkennt, aber auch viele, die es gar nicht ins Spiel geschafft haben, sowie Orte und Inseln, die es nie im Spiel gab. Alles wird genauestens erklärt von Skyward Sword bis zum Anfang und die offizielle Timeline, also wie das Ganze zusammengestrickt ist, findet man ebenfalls in diesem Buch. Gibt es auf Japanisch und auf Englisch. Die Limited Edition kann man allerdings nicht auf Englisch bekommen. Habe ich nämlich probiert. Hat nicht funktioniert. Immerhin hat mir Amazon einen 5-Euro-Gutschein für die normale Version gegeben. Und ja, ich habe mir die englische Version jetzt einfach mal besorgt und es sind wirklich viele Bilder drin. Es ist ganz gut beschrieben. Für jeden Zelda-Fan, denke ich, ist das ein Muss. Link dazu ist in der Videobeschreibung, falls ihr es euch auch kaufen wollt. So teuer ist es gar nicht. Es ist auch relativ dick, wie man hier sieht, aber größtenteils mit Bildern gefüllt. Also ich habe schon nicht schlecht gestaunt, als ich frühe Formen von zum Beispiel Girahim oder Vieh gesehen habe. Das war teilweise gar nicht mehr wiederzuerkennen. Oder die verschiedenen Links und Zeldas und wie Miyamoto überhaupt auf die ganze Idee kam, wie das Ganze entwickelt wurde. Es ist schon ein Blick hinter die Kulissen wert, würde ich sagen. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr es euch ja besorgen und mal in Hyrule Historia hineinschnuppern. Viel Spaß damit!